Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Beginner Tutorial. In dieser Folge geht es um das Transportfeld hauptsächlich. Und ich bespreche so ein bisschen die Wiedergabe, das Stoppen, das Aufnehmen und noch so ein paar andere Dinge, die rund um das Thema Wiedergabe, Aufnahme, Transportfeld wichtig sind. Aber legen wir doch einfach mal los. So, da sind wir wieder in einem Bitwig-Projekt und wie ich in einem vorherigen Video schon mal gezeigt habe, hier oben kann man sich die verschiedenen Projekt-Tabs angucken bzw. hin und her wechseln, auch einzelne Sachen hin und her ziehen. Wenn ich das jetzt hier nehme, das andere Projekt gehe, Steuerung gedrückt halte, kann ich das jetzt hier einfach den Clip hier rüberziehen, kann hier die Audio-Engine aktivieren und kann hier anfangen zu spielen oder beziehungsweise zu editieren. So, gehen wir wieder hier rüber und aktivieren hier die Audio Engine. Dann habe ich hier oben das Dashboard und bei dem Dashboard komme ich in die Einstellungen und so weiter. Und ich kann zum Beispiel auch hier auf dieser Titelleiste einfach einen Rechtsklick machen und kann zum Beispiel, wenn mir das jetzt alles viel zu klein ist, kann ich die ganze Anzeige viel, viel größer machen, damit man das auch besser sieht. Ich lasse das jetzt auch einfach mal so, weil ich will ja was zeigen und da ist sehen können schon mal ein riesiger Vorteil. So, darunter befindet sich das normale Dateimenü, File-Menü mit Öffnen, Schließen, Abspeichern, Collect and Save ist ziemlich wichtig, weil wenn man jetzt irgendwoher Samples einfach hier reinzieht von einem Download-Ordner oder so weiter, dann werden die alle quasi zusammen kopiert in einen Ordner und du hast dann quasi alles in diesem Projekt vereint. Sonst kann es passieren, wenn du beim Download-Ordner mal aufräumst und was löscht oder verschiebst, dann findet das Projekt diese Datei nicht mehr. Das wäre ja manchmal schon schade drum. Save as unter anderem Namen abspeichern, als Template abspeichern, das ganze Ding schließen. Export Audio ist der Punkt, wo wir das gesamte Projekt dann quasi als Wave-Datei abspeichern. Da habe ich auch nochmal ein eigenes Video hier auf dem Kanal mit Audio Bounce, da wird das auch nochmal erklärt. Also nicht nur das Exportieren, sondern auch wie man aus MIDI-Daten Audiodaten macht oder aus Audiodaten neue Audiodaten. Export MIDI, dann Show Dashboard, das sind wir wieder hier. Was wir auch hier oben in der Mitte des Dashboard haben. Und bei den Settings sind wir jetzt auch wieder quasi auf dem gleichen Ding. Dashboard und Settings sind im Prinzip dasselbe. Nur bei Settings springen wir gleich in diesen Bereich rein der Settings. So. Und natürlich dann Exit mit Steuerung Q. Control und Steuerung sind hier das gleiche. Also die STRG-Taste ist im Englischen die CTRL-Taste. So. Und dann kommen wir hier in das Play-Menü. Und im Play-Menü gibt es jetzt so ein paar Unterschiede. Das eine ist hier für den Arranger, also für diesen hier Bereich, der Bereich, der von links nach rechts abgespielt wird. Und da gibt es gleich das Automation Write. Ich überspringe das Ganze jetzt hier so ein bisschen, gehe jetzt erst hier auf das Menü ein, bis wir bei Automation sind. Und dann komme ich nochmal hierher zurück und dann erkläre ich die ganzen anderen Sachen. Sind wir in einer Minute da. So, hier habe ich das Play-Menü. Wenn ich da drauf klicke, dann fängt er an zu spielen. Das gleiche kann ich mit der Leertaste machen. Und mit der Leertaste kann ich das auch wieder stoppen. Wenn ich die Leertaste immer so spiele, dann spielt er immer hier ab diesen blauen Play-Cursor los. Wenn ich jetzt aber hier gestoppt habe und möchte hier weiterspielen, drücke ich einfach die Shift-Taste und die Leertaste. Dann spielt er von da aus weiter. Doppelter Klick auf das Stopp-Symbol. Springt der Play-Cursor hier wieder ganz nach hinten. Wenn ich ganz normal spiele und Stopp mache, dann spielt er immer da, wo der Play-Cursor steht, los. Und mit Doppelklick springt der Play-Cursor wieder an den Anfang. Record oder Aufnahmeknopf, damit kann ich was aufnehmen. Das erkläre ich gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang. So, und jetzt kommen wir an diese Automation-Mode. Und nochmal der kleine Hinweis, wenn ich mit der Maus über irgendwas drüber fahre, sehe ich hier unten in der Statuszeile immer so eine kleine Beschreibung. Das heißt, wenn ich mit der Maus jetzt hier über diesen Knopf bin, steht unten Write Arranger Automation Off. So, jetzt kann ich das auf On machen und jetzt steht da Write Automation oder Write Arranger Automation On. So.
Hier habe ich noch, ich komme gleich dazu, hier habe ich noch einen Overdubbing-Knopf, der ist angehakt standardmäßig. Und hier rechts daneben dran habe ich das gleiche nochmal, nur mit weiß hinterlegt. Die beiden Einstellungen sind für den Clip-Launcher, den ich ja hier aufmachen kann, wo ich dann so einzelne Clips hier hinterlegen kann, so Ideen, die ich habe. Das kann von einem Takt oder kürzer oder auch bis zu 16, 32, ganz viele Takte sein. Da kann ich mir quasi so einzelne Clip-Schnipsel ablegen, die standardmäßig hier geloopt werden. Standardmäßig ist nämlich hier dieses Loop-Symbol angehakt. Das kann ich auch ausmachen und wenn ich das anklicke, spielt es nur ein einziges Mal. Also wenn man das mal abspielt und das wiederholt sich nicht, einfach hier im Inspektor gucken und das Loop-Signal hier anklicken. So, oder mit einem Rechtsklick kriegt man hier das Kontextmenü und kann dann hier Looping anklicken. Da sieht man hier, okay, bei Looping geht das Ding an und wieder aus. Und dann sehe ich hier, wie das Ding geloopt werden soll. Das heißt, ich kann das von Anfang an spielen, aber der Loop soll zum Beispiel dann hier losgehen. Also man kann sich da im Detail sehr schöne Dinge einstellen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt einfach nur im ganz Groben. So, wir waren jetzt gerade hier bei Automation Overdubbing und hier Automation Overdubbing für den Clip Launcher. Das heißt, Funktionsweise ist dieselbe, nur dass das eine für den Arranger und das andere für den Clip Launcher ist. Und wir gehen jetzt hier einfach mal für den Arranger an. Wenn ich jetzt Automation anmache, dann kann ich hier, wenn ich hier auf das Hamburger Menü klicke, oder hier unten, oder ich dupliziere das Ganze mal, damit ich hier gerade nichts kaputt mache, markiere das, halte die Shift-Taste gedrückt, klicke hier nochmal drauf und drücke dann Entfernen oder Backspace und lösche das Ganze erstmal. So, wenn ich jetzt das Hamburger-Menü hier aufmache und in der Statuszeile ganz unten wieder, hier unten, steht dann Show Automation Lanes. Also da werden dann quasi die Zeilen für die Automation angezeigt. Und wenn ich hier auf dieses Sternchen drücke, Sternchen für alles, steht hier auch alles. Ich habe jetzt keine Automation drin. Aber ich könnte jetzt einfach welche aufnehmen. Ich habe an meinem Keyboard habe ich so einen Joystick, den kann ich hin und her bewegen und dann nimmt der mir Tonhöhenunterschiede auf. Und wenn ich das mache, wenn ich jetzt hier auf Aufnahme drücke, dann nimmt der alles auf, was ich hier so rumschiebe an meinem MIDI-Keyboard, was er kennt. Und dann habe ich hier natürlich die entsprechenden Daten für die Automation und hier oben habe ich natürlich meinen MIDI-Clip. Jetzt lösche ich das erstmal alles wieder. So, dann diese zwei, beziehungsweise die mache ich auch nochmal weg. Falsche Taste gedrückt. So, jetzt sind die weg. Und ich kann die generell löschen, diese Automation Lanes, indem dass ich hier das X anklicke und dann sind die hier weg. So, ich kann jetzt aber nochmal was anderes machen, wenn ich hier zum Beispiel diesen Filter hier nehme, Rechtsklick drauf mache, dann kann ich sagen Add Automation Lane. Und dann legt er mir hier automatisch eine Automationslinie hin. Und die sehe ich dann auch bei der Aufnahme. Also ob ich jetzt hier drauf klicke, dann wird die beschrieben und wenn ich nicht draufklicke, wird die bei der Aufnahme nicht beschrieben, aber trotzdem mit abgespielt. Was ich auch machen kann, wenn ich hier nicht einfach hier Add Automation Lane mache, ich kann jetzt einfach hingehen, machen wir hier das All weg und klicke jetzt einfach mal hier die Attack und Bitwig stellt mir hier automatisch den zuletzt gedrückten Regler ein. Wenn ich jetzt hier was anderes anklicke, sind das die Regler, die ich als letztes angeklickt habe, werden hier rein und ich kann hier jetzt einfach mit der Automation anfangen. Zum Beispiel drehe ich den hier mal so ein bisschen hoch. Wenn ich mit der Maus hier so rüber gehe, dann sehe ich, wo der aktuell eingestellt ist. Und wenn das so mein Standardwert ist, den ich nur mal temporär verändern will, dann mache ich das so, dann klicke ich hier einmal hin, dann habe ich meinen Standardwert quasi gesichert. Dann hier hinten nochmal, wo der Standardwert definitiv wieder auf dem Standard sein soll. Und hier zwischendrin kann ich das jetzt einfach neue Punkte setzen mit einem Klick und hoch und runter ziehen und kann das Ganze jetzt quasi hier verändern.
Und wenn ich das von Anfang an abspiele, ich mache das hier jetzt mal, da hört man jetzt nichts, weil ich nichts eingespielt habe, aber man sieht hier was, dass der hier rumläuft. So, und mit den Automationen, um das Thema jetzt noch abzuschließen, nochmal was ganz Wichtiges. Wenn ich das jetzt hier abspiele und an dem Regler rumdrehe, dann seht ihr, wie der hier unten grün wird. Und grün bedeutet, Moment, hier ist auf manuell geschaltet. Ich mache jetzt an dieser Automationslinie nichts mehr. Das heißt, die Automationslinie wird nicht mehr berücksichtigt. Im gleichen Zug seht ihr, wie hier oben dieser grüne Pfeil angegangen ist. Ich mache das jetzt gerade nochmal. Ich klicke da drauf. Lass es nochmal von Anfang an abspielen. Ihr guckt jetzt nochmal auf diesen Pfeil. Und ich werde hier unten diesen Regler verändern, während er abspielt. So, ich drehe den und dann geht sofort dieser Pfeil an. Und dieses Signal bedeutet nichts anderes als, die Automation ist von irgendeinem Regler gestoppt. Und damit ich diese Automation wieder in Kraft setzen kann, klicke ich hier auf diesen Regler und dann habe ich die Automation wieder drin. So, das ist erstmal, wie ich Automationen aufnehme. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, in dem Play-Menü gibt es noch eine Menge mehr Sachen, die ich einstellen kann. Und das eine ist hier dieses Automation Write. Ich kann in dem Play-Menü standardmäßig sagen, er soll mir immer Automationen mit aufnehmen, wenn ich das möchte. Kann Vorteil sein, muss nicht unbedingt. Ist so eigene Geschmackssache, was man da machen will. So, jetzt gibt es hier aber noch weitere Optionen. Einmal den Latch, den Touch und den Write-Modus. Und die haben ganz unterschiedliche Bedeutungen. Wenn ich den, da steht es auch schon in dem Pop-Up-Menü, wenn ich den Latch-Modus angehe und ich nehme auf und ich spiele jetzt vor mich hin und ich habe Automation drin, dann fasst er diese Automation nicht an, das heißt, die bleibt bestehen, bis ich den entsprechenden Regler anfasse und dran rumdrehe. Dann fängt er an, die bestehende Automation zu ersetzen und ersetzt so lange, auch wenn ich den loslasse, bis die Aufnahme endet. Das heißt, ich kann quasi anfangen mit einer bestehenden Automation und dann fange ich an, sie zu verändern und erst wenn die Aufnahme beendet wird durch die Leertaste oder durch Stopptaste, dann wird auch das, die Aufnahme der neuen Automation quasi auch beendet. Bei dem Touch ist es so ein bisschen ähnlich, allerdings ist der weniger verändernd, sage ich jetzt mal. Beim Touch ist es genauso, ich starte das mit Automation-Aufnahme aktiviert, dann drehe ich an dem Regler, dann wird die Automation verändert, ich lasse den Regler los und die Originalautomation, die dann kommt, bleibt bestehen. Das heißt, nur an dem Punkt, wo ich irgendwas an einem Regler rumschiebe, wird irgendwas verändert. Das kann natürlich auch sehr von Vorteil sein, manchmal ist es natürlich auch von Nachteil. So standardmäßig spielt man eigentlich immer mit dem Latch, weil man fängt ja meistens erst dort an, wo man etwas verändern will und nicht vorher. So, und bei Write ist es komplett destruktiv, da steht hier jetzt auch nochmal, nee, destruktiv steht da nicht. Write sagt einfach, so, du startest mit der Aufnahme und ich überschreibe erstmal alle Automationen mit dem Standardwert, der aktuell eingestellt ist. Und wenn du dann am Regler drehst, dann verändere ich die Automation mit den Parametern, die du einstellst. Und das Ganze hört dann auch erst auf, wenn die Aufnahme beendet wird. Das heißt, standardmäßig Latch belässt die Automation, bis ich etwas tue. Touch und endet erst mit der mit dem Aufnahmeende. Touch verändert nur dann die Automationslinie, wenn ich die Parameter verändere mit einem Regler. Und Write überschreibt alles und übernimmt mir einfach nur die neuen Werte, die ich in dem Moment eingebe. Kleiner Hinweis noch an diese Pins. Wenn ich hier so einen Pin benutze, kann ich diesen Menüpunkt hier oben noch mit dazu pinnen. Als kleine Erinnerung. So. Das heißt, ich kann hier Automation standardmäßig ein- und ausschalten. Das gleiche kann ich für den Clip Launcher machen. Und ich habe beim Clip Launcher noch so einen zusätzlichen Punkt, wo ich sagen kann, okay, wenn ich eine Szene aufrufe, ich mache den hier mal auf, das hier ist so eine Szene. Wenn hier jetzt etwas spielt und ich habe jetzt diesen Track hier ausgewählt, und ich starte diese Szene, dann kann ich in diesen leeren Clip
So, mit Entfernen habe ich den rausgepackt. Dann kann ich in diesen leeren Clip gleich was aufnehmen. Also die Aufnahme startet dann sofort. Das ist dieses Record on Scene Launch. Dann gibt es das Groove-Menü. Das ist nochmal eine ganz eigene, für ein ganz eigenes Tutorial da. Damit kann ich einfach die MIDI-Daten in der zeitlichen Abfolge so ein bisschen grooviger gestalten. Playback-Metronom kann ich standardmäßig an- und ausschalten. Das ist auch der Knopf hier oben. Und ich kann bei Metronom, kann ich sagen, okay, wie laut soll das Metronom sein? Der klickt mir dann jedes Viertel und ich kann noch Zwischenschläge aktivieren mit den Playticks. Das Ganze hört sich jetzt mal so an. Ich nehme jetzt einfach mal eine Spur, da ist nichts drauf. Wunderbar. Ich habe jetzt das Metronom hier aktiviert. Ich lasse das jetzt laufen. Das ist das Metronom. Und diese Zwischenticks macht es manchmal so ein bisschen einfacher, wenn man einen schwierigen Rhythmus hat. Und hier kann ich Lautstärke lauter machen bis 0 dB oder halt hier auf diesen ungefähr 12 lassen. So, also das Metronom spielt dann die ganze Zeit. Habe jetzt wieder die Leertaste gedrückt, damit das Abspielen aufhört. So, jetzt gibt es noch die in den Settings die Pre-Roll. Das heißt, wenn ich etwas aufnehmen will, dann habe ich eingestellt, er zählt mir einen Takt vor, damit ich mich meine Hände an das Keyboard legen kann. Und ich habe hier noch das Metronom. Das heißt, während dem Vorzählen höre ich das Metronom. Dann klickt er viermal. Das zeige ich hier auch noch mal ganz schnell. Doppelklick zurück an den Anfang. Und nach dem Vorzählen quasi hört er dann auf zu klicken, wenn ich nicht hier das Metronom angelassen habe. So, und dann haben wir noch Default Launch Quantization. Das bezieht sich wieder auf den Clip Launcher. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen Clip laufen habe. Vielleicht machen wir da mal, können wir ja drinnen lassen. Und ich klicke dann hier drauf, dann springt er mir nach einem Takt in den nächsten rein. Das heißt, er spielt erst diesen einen Takt fertig und springt dann in den nächsten. So. Das ist in manchen Live-Situationen ziemlich wichtig, wenn man jetzt nicht super gestresst, ganz genau getimed drücken muss, sondern sagt, hey, komm einen Takt, soweit kann ich das machen oder ich habe so viel am Laufen, ich brauche 2 Takte Vorlauf oder 4 Takte oder 8 Takte oder auch kürzer. Einen halben Takt, einen Vierteltakt, einen Achteltakt oder einen Sechzehnteltakt. Oder ich mache es komplett aus. Wenn ich es komplett ausmache, dann ist in dem Moment, wo ich drücke, springt er sofort rum. Muss man im Gefühl haben. So, Post-Recording Action Delay, auch für den Clip Launcher. Das heißt, ich kann hier eine Länge von einem Takt einstellen, wo ich sage, okay. Wenn ich jetzt hier einen Clip aufnehme, einen Takt lang, ein Clip, der einen Takt lang ist, was soll ich nach der Aufnahme machen? Standard, Aktion ist auf Off. Ich kann sagen, okay, spiel mir das, was ich gerade aufgenommen habe, nochmal ab. Oder nimm mir einfach den nächsten freien Slot auf. Und so kann ich dann quasi unendlich aufnehmen und verschiedene Variationen einspielen, bis ich denke, okay, jetzt ist genug. Und dann kann ich mir einen von denen auswählen oder mehrere von denen auswählen, die mir besonders gut gelungen sind. Und muss nicht ständig, okay, jetzt nächsten anklicken, Record und dann spiele ich wieder, nächsten anklicken, Record und dann spiele ich wieder. Ich sage hier einmal, Record into next free slot. Wird so in manchen DAWs wird so ein bisschen mit Comping verglichen, nennt sich das. Und da kann ich einfach Variationen einspielen, so lange, bis mir die Finger abfallen und mir dann die entsprechend besten raussuchen. Ich kann sagen, okay, wenn du aufgenommen hast, dann stopp mir das Ganze oder spring mir vom Clip Launcher zurück in den Arranger, wenn hier was spielt und ich nehme jetzt einfach noch einen Clip mittendurch aus. Auf und der spielt jetzt dann einfach weiter im Arranger in dieser Spur. Oder springen wir zurück zum letzten Clip, dann springt er einfach einen nach vorne, einen nach links. Oder spiel mir einfach einen zufälligen, wenn ich jetzt hier so frei vor mich hin jamme und denke, Mensch, ich spiele jetzt mal so eine besondere
Variation ein, dann spiele ich hier so meinen funky Beat ein. Und wenn ich damit fertig bin und die Stopptaste, beziehungsweise dieser Takt vorbei ist oder je nachdem, was ich da einstelle, dann springt er irgendwo in dieser Trackzeile, springt er auf einen anderen Clip, sodass ich meine Variation nicht gleich nochmal abspiele, sondern er spielt halt irgendwie eine andere Variation ab. Also, das ist diese Post-Recording Action Delay. Record Quantization, da kann ich einfach sagen, okay, wenn ich was aufnehme, dann quantisiere mir das, was ich aufnehme. Das heißt, wenn ich nicht besonders gut getimed spielen kann, dann kann ich sagen, komm, pack mir meine Noten auf ein Viertel, weil ich spiele jetzt gerade nur Viertel, dass die immer schön bündig am Anfang sind oder bündig auf Achtel genau oder auf Sechzehntel genau oder auf Zweiunddreißigstel genau. So, das ist das Play-Menü. Dann haben wir hier ja das Transportfeld, wo wir durchgegangen sind. Play, Stopp, Doppeltklick, kommt der Play-Cursor jetzt zurück. Ich mache hier mal den Clip-Launcher zu. Aufnahme, dann eben Automation, wo wir hier so ein paar verschiedene Sachen gemacht haben. Bei dem Play und bei der Automation gibt es noch eine Kleinigkeit. Und zwar habt ihr das bestimmt gerade gesehen. Ich zoome da mal so ein bisschen rein. Wenn ich das jetzt abspielen lasse, dann läuft der Cursor hier lang und ab einem bestimmten Punkt, ab der Mitte, läuft das ganze Stück quasi mit. So, das nennt sich sogenannter Follow. Und den Follow kann ich hier unten rechts einstellen. Follow Playback. Wenn ich das ausmache und abspiele, dann läuft der aus dem Bild raus. Erst wenn ich den wieder anklicke, sehe ich wieder, wo der langläuft. Das als kleinen Hinweis. Und zur Automation gibt es jetzt noch was, nämlich diesen Knopf hier an der Stelle, so rechts unten. Da steht Automation Follow Clip Editing. Und das bedeutet nichts anderes, wenn ich hier jetzt einen Clip am Start habe. Das Ganze, was ich hier gerade gemacht habe, ich habe das gerade ein bisschen schnell gemacht. Und zwar hatte ich hier einen Clip vorhin spielen lassen. Und wenn ich einen Clip spielen lasse, deaktiviert er hier den Arranger. Wenn ich hier wieder auf Stopp gehe, stoppt er hier den Clip, aber ich bin immer noch nicht im Arranger drin. Erst wenn ich hier wieder draufklicke, unten steht auch in der Statuszeile und hier jetzt auch im Pop-up Switch Playback to Arranger. Das heißt, ich klicke hier drauf, dann wird das wieder normal vom Ausgegrauten und dann spielt er auch wieder den Arranger. So, ich gehe jetzt hier wieder auf den Clip Launcher zu. So, hatten wir es ja gerade hier von Automation Follow Clip Editing. Also das heißt, die Automation soll auch dem Clip folgen. Wenn ich das jetzt hier rum verschiebe, seht ihr, dass sich die Automation mit verschiebt. Das heißt, mache ich den Clip hier jetzt länger, kann ich die gesamte Automation verschieben. Hat auch den Vorteil, ich könnte jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt hier so eine Automation mal irgendwie hingebaut, habe aber gar keinen Clip da oben, könnte ich jetzt einfach einen Clip hier hinziehen. Ich habe hier die Automation quasi bis hierhin und habe dann quasi die Automation im Griff und kann die dann komplett hin und her schieben. Ich kann natürlich auch mit dem Time Selection Tool, wenn ich die 2 festhalte, und loslassen habe ich temporary Time Selection Tool, kann ich das nehmen und verschieben oder wenn ich die Steuerung-Taste dann gedrückt halte, bevor ich die Maus loslasse, mache ich eine Kopie hierhin. Das sollte man wissen, wenn das nämlich hier aus ist und ich schiebe den Clip hin und her, dann schiebe ich das ohne Automation, was unter Umständen auch so gewollt ist, ne? Also wenn ich jetzt einfach hier eine Automation bei einem Clip gemacht habe, machen wir dann wieder eine Kopie hierhin zurück. Und ich möchte die Automation nur hier haben. Hier spielt was und hier soll das gleiche spielen, nur ohne Automation. Dann kann ich das hier ohne Automation rüberschieben. So, zum Beispiel. Standardmäßig ist das hier aber an. So viel zu der Automation. So, jetzt sind wir jetzt aber erstmal wirklich hier fertig mit dem Transportfeld. Kommen wir doch zu dem, was hier überall steht. So, und zum einen haben wir erstmal hier den DSP, also die Anzeige, wie stark eure CPU belastet ist.
wenn das Ding hier so ganz ausschlägt, dann sollte man mal drüber nachdenken, was man vielleicht optimieren kann, um wieder ein bisschen CPU freizukriegen. Die Pfeile darunter, die sagen nichts anderes, als was von der Festplatte gelesen wird oder geschrieben wird. Das sogenannte IO-Meter, also Input-Output. Dann hier oben ist die Geschwindigkeit, die Beats per Minute, die BPM. Und wenn ich die Steuerung-Taste drücke, seht ihr gleich, und da reinklicke, kann ich das auch hier angeben. Kann 170 BPM angeben oder ich gebe zum Beispiel 90 BPM. Hinten dran steht auch noch ein BPM. Mit Enter bestätige ich das. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ich will nicht 4/4, sondern ich will zum Beispiel einen 3/4-Takt haben. Dann sieht man auch gleich, wie sich hier das Raster ändert. Machen wir aber wieder zurück auf 4/4. Fühle ich mich gerade wohler. Die Anzeige zeigt, in welchem Takt mein Play-Cursor sich gerade befindet. Wenn ich jetzt hier hinklicke, dann ist er in Takt 5, am 2/4, Anfang 1 und 0 Ticks sind das, glaube ich, hier hinten. Und hier wird gleich noch angezeigt, mit diesem Tempo berechnet, wie viel Zeit vergangen ist. Das heißt, hier sind schon 11 Sekunden vergangen, bis wir hier im 5. Takt sind. Ich kann hier auch nochmal Rechtsklick machen und sagen Show Real-Time Ruler. Dann sehe ich hier oben auch nochmal die Zeit eingeblendet. So, jetzt kommen wir hier, das Metronom hatten wir schon mal. Das heißt, kann ich einschalten, dann tickt das die ganze Zeit. Und jetzt habe ich hier nochmal so einen extra Pfeil. Und dieser Pfeil sagt nichts anderes, als wenn ich die Automation unterbreche hier. Einfach nochmal, wenn ich die Automation unterbreche hier, dann geht der an. Und diese Automation wird nicht mehr abgespielt automatisch, erst wenn ich hier wieder draufklicke. Also das heißt, die Automation Kontrolle Restore wiederherstelle, sodass Bitwig für diesen Knopf, den ich da verändert habe, obwohl da eine Automation drauf ist, was ja mit einem Knopf symbolisiert wird, kann Bitwig diese Automation wieder abspielen. So. Das hier ist der Loop-Knopf, das heißt, ich habe hier einen Loop-Marker, einen Loop-Balken. Den kann ich hier rechts und links zusammenschieben oder auseinanderschieben, ganz egal wie. Ich kann hier einen Clip markieren, kann STRG L drücken, dann wird dieser Loop-Marker genauso lang wie dieser Clip und automatisch wird hier die Loop-Funktion eingeblendet. Wenn ich Shift-L drücke oder wieder dieses Symbol anklicke, dann geht das Ganze wieder aus. Das gleiche kann ich machen, wenn ich so eine Time-Selection mache und STRG-L drücke, dann wird mir das auch automatisch auf die Auswahl verlängert oder verkleinert. Mit einem Rechtsklick auf den Clip kann ich hier Loop Selected Region, STRG-L, also Control oder CTRL ist Steuerung oder STRG-Taste, L, und dann habe ich das hier auf dem Loop, und wenn ich das abspiele und auch das Solo hier ausmache, dann höre ich, was hier gespielt wird. So. Und hier habe ich dann noch eine Anzeige oder eine Info, wo fängt meine Loop-Region an, also im Takt 2, 3/4. Und wie lang geht das? Das ist die Länge. Die geht einen Takt lang, diese Region. So, und jetzt kommen hier noch zwei ganz interessante Punkte. Das eine ist Punch-In und das andere ist Punch-Out. So, und die haben jetzt einen folgenden Hintergrund. Wenn ich jetzt hier mein Wahnsinnsstück gespielt habe und der Teil, der ist mir jetzt einfach total missraten. Und ich möchte nur diesen Teil wieder neu einspielen. Dann kann ich hingehen und kann einfach sagen, ich lege mir diesen Beatmarker hier oben drin, ohne dass ich den Loop einstelle. Und sage, wenn das Stück spielt, möchte ich, dass an der Stelle, wo der Loopmarker hier beginnt, die Aufnahme gestartet wird. Und an der Stelle, wo der Beatmarker oder der Loopmarker aufhört, soll die Aufnahme aufhören, ohne dass ich irgendwie auf Tasten rumdrücken muss. Dann drücke ich hier Punch In. Punch In bedeutet, hier wird die Aufnahme gestartet. Das sehe ich hier oben auch nochmal. Und Punch Out sagt, nach einem Takt wird die Aufnahme beendet. Und das Ganze funktioniert dann so,
Wenn ich das Stück ganz von Anfang spiele, ich bin hier auf diesem Track und drücke jetzt einfach nur Play. Achtet hier mal auf die Aufnahme. Jetzt geht die Aufnahme an und jetzt geht sie automatisch wieder aus. Da ich Overdub anhabe, hat sich jetzt hier nichts verändert. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel Overdub ausmachen, Play drücken und dann von Hand was einspielen, sobald ich an die Stelle komme. So. Ich hätte jetzt auch vorher anfangen können zu spielen. Das kann ich ja einfach nochmal machen. Mit Play, also nicht Record drücken. Ich spiele jetzt einfach mal so zwischendrin. Hier nimmt er auf und da hört er wieder automatisch auf und es wird nichts mehr aufgenommen. So kann ich mir spezielle Regionen markieren, wo ich was aufnehmen will, ohne dass mir der ganze Rest einfach überspielt wird. Und ich kann das dann die ganze Zeit wieder neu einspielen, bis es einfach sitzt. Das geht mit diesem Punch in, Punch out. Achte darauf, das ist manchmal so eine ganz verzwickte Geschichte, wenn man da nicht drauf achtet und man will was aufnehmen, beziehungsweise was abspielen und dattelt auf den Tasten und plötzlich geht die Aufnahme an. Dann hat man hier hinten Punch in, Punch out quasi eingestellt. Man kann die auch unabhängig voneinander benutzen. Man kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, okay, an der Stelle mach mir einfach einen Punch in und dann nimm mir einfach grundsätzlich auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorne einfach irgendwann mal loslege, ich habe jetzt nur Punch in, da nimmt er nichts auf, jetzt nimmt er auf, ich überschreibe und er schreibt jetzt einfach weiter, er hört nicht mehr auf, bis ich Stopp drücke. So, jetzt machen wir Steuerung Z, um das Ganze wieder rückgängig zu machen. Und dasselbe gilt jetzt für Punch Out. Das heißt, ich drücke jetzt hier Play. Mit dem Beak-Marker fängt er an. Entschuldigung, mein Fehler. Ich fange hier vorne an, beziehungsweise hier. Nee, das überspielen wir nicht. Hier fangen wir an und drücke hier Record. Ich habe jetzt nur Punch Out. Das heißt, das Ende sagt, schalt mir den Record aus. Jetzt drücke ich hier auf. So, und jetzt macht der Record automatisch aus. Und ich habe das hier quasi einspielen können. So, das war jetzt aber alles über Punch in, Punch out. Sehr nützliche Funktion, sollte man sich ab und zu mal dran erinnern, bevor man da jetzt irgendwelche Handstände auf der DAW macht, was auf dem Monitor nicht ganz so hilfreich ist. Aber ja, so, und jetzt kommen wir weiter. Hier gibt es dann noch ein paar Menüs, das Add, um Tracks hinzuzufügen oder Szenen hinzuzufügen im Clip Launcher. Ein Edit-Menü, was man auch aus anderen Programmen kennt, mit Copy-Paste und so weiter. Ein Undo-Recording, zum Beispiel, wenn ich irgendwas aufgenommen habe, was irgendwie doof ist und da kann ich einfach ein Undo oder einen, wenn ich es aus Versehen geundet habe, kann ich es wiederherstellen. Dann kann ich eine Region duplizieren, zum Beispiel, oder auch löschen. Und ich habe hier, wer genau hingeguckt hat, wenn ich jetzt hier draufklicke, irgendwo hin, kriege ich hier manchmal andere Menüs. So, jetzt bin ich auf einem Track, jetzt bin ich auf einem Clip, jetzt bin ich einfach mitten im Arranger und wenn ich hier in den Clip Launcher gehe, habe ich hier dann auch nochmal einen anderen, habe ich wieder in so ein Clip-Geschichte. Das heißt, hier habe ich so ein Kontextmenü so ein bisschen. Moment, ich gehe hier nochmal auf Clip. So, hier habe ich so ein Kontextmenü und habe dann die ganz viele Funktionen, die ich hier auswählen kann und schön dabei ist, ich habe immer noch die Tastenkombination hier hinten dran, also Steuerung L. Zum Beispiel den Loop, wenn ich hier Steuerung L mache, kann ich wieder ausschalten mit Shift L. Dann ist der Loop aus und dann läuft es hier weiter. Ich kann mir Befehle hier oben anpinnen, wenn ich das möchte. Bounce in Place oder Bounce oder Slice in Place to Drum Machine oder was auch immer ich hier am Start habe. Quantize zum Beispiel auch ganz wichtig. Make Legato. Das ist eine schöne Tastenkombination. Make Legato. Steuerung Shift Alt L. Da kann man die ganze Hand auf die Tastatur legen.
Ein Tastaturkommando für die ganze Hand. So, die Tastaturkommandos an sich findet man im Dashboard unter Settings und dann hier unten Shortcuts. Da kann man auch danach suchen. Zum Beispiel, was hatten wir gerade? Legato. Gebe ich hier Legato ein, dann sehe ich hier, okay, Legato und hier hinten ist ein Plus. Und jetzt könnte ich noch ein zusätzliches Shortcut hier anlegen und ich kann das nicht nur für das Keyboard hier machen, sondern ich kann das auch mit einem Controller machen. Das heißt, wenn ich einen Controller habe, wo ich Knöpfe, Regler oder irgendwas habe, die ich so überhaupt gar nicht brauche, kann ich das zum Beispiel für solche Shortcuts benutzen. Und wenn ich jetzt einfach hier mittendrin bin, zum Beispiel beim Clip, und ich drücke jetzt Steuerung Enter, dann kriege ich so einen Pop-up Shortcut. Suchbrowser. So, und jetzt kann ich hier Legato eingeben oder einfach nur Leg. Und jetzt sehe ich hier, was der Shortcut ist. Das heißt, ich kann, wenn ich auf irgendeinem Objekt draufklicke, kann ich kontextbezogen, also immer zu diesem Objekt, wo ich bin, kann ich suchen. So, hier finde ich nichts über Legato, weil ich habe hier den Track ausgewählt. Gehe ich hier auf den Clip, Steuerung Enter, Legato, sehe ich hier, was hier für ein Shortcut für Legato da ist. Und das kann ich eben, wenn ich jetzt noch auf den Track gehe, Steuerung Enter drücke, dann kann ich hier auch durchscrollen, kann sagen Launch Arranger Q-Marker. Q-Marker ist auch nochmal was anderes, das erzähle ich in einem anderen Video. Panel Management, da sehe ich die ganzen Shortcuts nochmal, die ganzen Tastatur Kombinationen, Clip Launcher. Kann darunter hier sehe ich ja den Balken, den ich hin und her hier bei File, ich kann hier sogar File aufrufen, neues Template, neues Projekt mit Steuerung N, Quit Save, Save als Template und so weiter. Save, Steuerung S, die alte Tastenkombination. Und ich könnte jetzt zum Beispiel direkt hier raus sagen, ich bin jetzt auf einem Track, was machen wir denn? Instrument Track. Convert Copy, Deactivate. Können zum Beispiel Deactivate. Jetzt kann man direkt hier draufklicken oder mit der Pfeiltaste hoch und runter und dann Enter drücken. So, und jetzt ist dieser Track deaktiviert. Den kann ich hier wieder aktivieren. Und wenn ich nochmal wissen will, wie das geht, Steuerung Enter, Deactivate Track. So, dann ist der hier deaktiviert. Ich habe bei mir noch Alt-A drauf liegen, was mir alles aktiviert oder deaktiviert. Ob das jetzt ein Clip ist oder irgendwie sonst was, mit Alt-A kann ich alles deaktivieren. So, das war jetzt das lange Thema Transportfeld mit ein bisschen in den Arranger rein, auch mit ein bisschen Automation, wie das alles so ein bisschen zusammenhängt. War jetzt so ein bisschen ein Gespringe, aber es geht leider nicht anders. Ich werde dann beim nächsten Video mal vielleicht wieder so einen praktischen Ansatz machen mit Arranger und Clip. Das so einfach mal zeigen, wie das funktioniert und was man da noch machen kann, auch gerade mit der Auflösung von dem Grid und so weiter. Und noch so ein bisschen Anzeige von den verschiedenen Tracks. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es wirklich diesmal wieder sehr lang geworden ist. Aber ich wollte einfach so einen runderen Ausblick auf das ganze Thema Transportfeld geben, weil das ist ja eigentlich so der ganze zentrale Punkt der DAW und das braucht dann auch schon mal ein bisschen eine längere Betrachtung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt, habt was mitgenommen. Schreibt mir eure Fragen in die Kommentare rein. Vielleicht auch noch ein paar Tipps, die ihr habt, für die anderen, die das Video auch sehen und auch die Kommentare lesen. Kommentieren hilft mir eine ganze Menge für die Videos. Abonniert den Kanal, liked das Video, erzählt es weiter, teilt die Videos. Ich würde mich sehr freuen für die gesamte Community. Und wenn ihr selber solche Videos macht oder wenn ihr auch mal eigene Stücke macht und die einfach mal anderen zeigen wollt, kommt in den Livestream donnerstags rein oder packt die mit einer kleinen Beschreibung unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, was von euch zu sehen und zu hören. Also ihr müsst keine so Erklärvideos machen, es können auch einfach nur Lieder sein, die ihr gemacht habt und zeigt die einfach uns, mir weiter. Und
Ich hoffe, von euch zu hören und hoffe, dass ich euch das nächste Mal wieder sehe. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.